Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Reading-Vlog. Es wird sich jetzt nicht 100% nur ums Lesen drehen. Ich nehme euch auch so ein bisschen mit durch meine Woche, durch meine nächsten Tage. Wir fahren nämlich nachher noch auf ein Sommerfest. Wir haben hier bei uns im Ort einen Schäferhundeverein, ist das, glaube ich. Da ist auf jeden Fall heute Sommerfest und die Erlöse gehen an unsere Freiwillige Feuerwehr, wenn ich es jetzt richtig weiß. Da wollen wir auf jeden Fall nachher mal hin. Da ist ein bisschen Live-Musik und wollen uns einfach, meine Freundin und ich, gemütlich hinsetzen und was trinken. Mala ist auch am Start. Die sitzt gerade an meinen Füßen und jammert, dass ich bitte jetzt die Kamera weglegen soll und mich um sie kümmern soll. Aber ich möchte euch noch was zeigen. Das machen wir jetzt auch gleich zusammen auf. Wenn es schon ein Reading-Vlog ist, soll es auch hauptsächlich ums Lesen gehen. Ich habe nämlich eben ein Paket bekommen und ich weiß nicht, was lesen kann. Das ist eine Neuerscheinung. Ich habe vom Bloggerportal Post bekommen und ich bin schon ganz aufgeregt. Das ist nämlich ein Buch für Maler. Ich würde sagen, wir packen es einfach mal zusammen aus. Muskeltiere und die große Käseverschwörung. Genau das hat mich letztes Mal schon so zum Lachen gebracht, dass ich gesagt habe, ich muss das Buch einfach kaufen. Natürlich ist Mala jetzt noch ein bisschen jung dafür, aber ich habe ja auch regelmäßig Besuch von meiner Nichte bzw. von meinen Nichten und da lesen wir, genau wie mit Mala auch, jeden Abend noch eine Geschichte vor. Das hier ist übrigens der Klappentext zum Buch. Ihr könnt jetzt das Video gerne kurz pausieren, um es euch durchzulesen, sonst wird das Ganze jetzt etwas lang. Und vielleicht ist es ja auch was für euch und eure Kleinen. Wird die Mission gelingen und werden die Muskeltiere ihre Heimatstadt Hamburg jemals wiedersehen? Wir werden es erfahren. Ich werde berichten. Wir sind jetzt zurück vom Fest und zwar auch echt schön. Mala hat anderthalb Rostwürstchen gefuttert, also ich weiß nicht, wo das Kind das hinsteckt, aber egal. Ich wollte euch doch was zeigen, das gestern bei mir angekommen ist. Und zwar hat meine liebe Ramona von Ramona liest, ich verlinke euch ihr Profil auch gerne nochmal unten in der Infobox, ein Paket zukommen lassen. Sie hat bei Instagram ein Exemplar eines Buches gewonnen, sollte dann eine Buddy-Freundin, Gedöns, Insta-Freundin, Buch-Freundin, Bookstagram-Freundin verlinken und hat mich mit verlinkt. Sie hat quasi dann für sich und mich ein Buch gewonnen und das ist Askeria. Ich zeige euch auch gleich noch den Klappentext, dann könnt ihr euch das nochmal durchlesen. Und ich fand es richtig cool, weil ich gar nicht das auf dem Schirm hatte, dass sie mich da verlinkt hat, beziehungsweise ich dachte, sie gewinnt dann ein Buch. Und ja, so, jetzt kommt Mala mit ins Bild. Ja, aber sie hat zwei Exemplare gewonnen, sprich, sie hat mir jetzt eins zugeschickt. Und im Paket war noch ganz viel Schokolade und Tee und was man nicht alles gerne hat. Also, fühl dich geküsst, Ramona. Außerdem hatte ich gerade noch ein Buch hier liegen, von dem ich euch erzählen wollte, weil ich es gerade lese. Jetzt hat meine Tochter mein Lesezeichen rausgezogen. Wie gut, dass es Lovely Books gibt. Kanal ist unten auch verlinkt oder mein Profil ist verlinkt. Da sehe ich nämlich immer, wo ich gerade war. Ich lese nämlich gerade Try and Trust von Nena Tramontani. Zungenbrecher. Und ich muss mal jetzt wieder verstecken. Da geht es um, lass mich lügen, Mathilda und Anthony. Und Mathilda ist quasi total im Hate gegen Anthony. Sie kann ihn absolut nicht leiden und er macht so einen kleinen Deal mit ihr aus. Er lässt ihre beste Freundin in Frieden. Dafür muss sie für ihn
Nacktmodell stehen. Das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend und ich freue mich auch schon sehr, wie es weitergeht. Ich werde heute Abend jetzt weiterlesen. Ich habe auch schon den ersten Teil gelesen. So, ich muss mich jetzt mal ein bisschen drehen. Ich habe auch schon den ersten Teil gelesen. Da geht es um Liv und Noah. Und es ist quasi eine Mädels-WG, beziehungsweise Noah, Mathilda und Bryony haben zusammengelebt und Liv ist dazugekommen und es geht in jedem Buch um eins von den Mädels. Band 3 habe ich auch jetzt bald hier. Es ist schon bestellt, es ist aber noch nicht angekommen. Ich finde es aber mega, mega witzig. Mala hat sich gerade schon wieder mein Lesezeichen geschnappt, das heißt, das nächste ist jetzt auch hinüber. Ich sollte vielleicht noch mal eine Kiste ordern, nur für das Kind. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen mit ihr hier spielen. Dann geht es bald auch schon ins Bettchen und dann hören und sehen wir uns, denke ich, morgen oder übermorgen nochmal. Tschüss! Guten Morgen! Ich wollte euch eigentlich gestern noch ein paar Sachen erzählen. Oh, ich bin ganz im Dunkeln. Aber ja, hier hat es so ein Unwetter gegeben, dass ich einfach nicht mehr dazugekommen bin. Ich war mittags nämlich noch in der Stadt. Ich war hier noch bei unserem örtlichen Buchhändler, weil ich eine Nachricht bekommen habe, dass mein bestelltes Buch da ist. Das habe ich schon vor Wochen bestellt. Das ist auch von einer Self-Publisherin und wurde auch bei BOD veröffentlicht, wie mein Buch. Und die haben ja momentan so Lieferprobleme und Druckerprobleme und hast du nicht gesehen. Aber nichtsdestotrotz habe ich es bestellt, mit dem Wissen, dass es 3-4 Wochen dauern kann. Es hat jetzt wirklich über 3 Wochen gedauert und jetzt war ich es gestern abholen. Jeder deine Atemzüge, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Also es ist auf jeden Fall eine Self-Publisherin, Alexandra Fischer. Sie hat auch noch ein Pseudonym, in dem sie, glaube ich, in einem anderen Genre schreibt. Wenn ich das jetzt richtig weiß, steine ich mich nicht, wenn es nicht so ist. Aber das Setting hat mir super gut gefallen. Das spielt auf Hawaii, wenn ich es jetzt richtig weiß, ist schon wieder so lang her. Kauai. Also es ist auf jeden Fall so hawaiianisch angehaucht. Und es geht um ein Mädchen, das gerne taucht. Und irgendwie hat mich das so an den Sommer erinnert oder hat mir so Sommergefühle gegeben, wo ich dann auch schon der Nella einen Link geschickt habe, dass sie das unbedingt lesen muss, weil ich weiß, dass sie auch so ein Meer-Fan ist. Und dann hat die Verkäuferin, als ich es abholen war, zu mir gesagt, dass noch ein Buch auf meinen Namen da liegt. Habe ich erstmal kurz gestutzt. Ja, es lag tatsächlich noch eins da. Das hatte ich bestellt, aber irgendwie hat mich keiner angerufen, dass es da ist. Und zwar ist das History of Us, der zweite Band. Und wer es bei Instagram gesehen hat, ich bin gerade dabei, den ersten Band zu lesen und dann passt das eigentlich doch relativ gut. Dann kann ich nämlich direkt mit dem zweiten weitermachen. Und dann ist mir gestern auch noch was passiert. Ich habe erst überlegt, ob ich es euch erzählen soll, weil es einfach so peinlich war. Ich war bei besagtem Buchhändler und der hat vorne dran so zwei Treppenstufen. Da muss ich den Kinderwagen immer hoch und runter heben. Und dann habe ich meine Bücher unten im Fach unterm Kinderwagen verstaut. Ich weiß nicht, wie das Fach heißt. Wenn es jemand weiß, kann das mir gerne sagen. Fach unterm Kinderwagen ist eine gute Deklaration, dass jeder weiß, was ich meine. Och, Kind Gottes, wenn die ihre Flasche runterwerft, ich krieg immer einen Herzinfarkt. Blub. Flasche aufgehoben. Büschel. Wus. Jetzt bleibt es liegen. Auf jeden Fall habe ich mich dann gebückt, habe die Bücher unten verstaut. Weil ich gerade unten war, habe ich dann gedacht, komm, dann hebst du jetzt den Kinderwagen an und hebst ihn direkt runter. Ja, auf dem obersten Treppenabsatz steht so eine Box mit Pixie-Büchern. Und ich laufe weiter und gehe weiter und gehe weiter, gehe noch hierhin, gehe noch dahin, gehe noch zum Bäcker. Und sie hatte so eine kleine Haarbürste in der Hand, die sie von zu Hause mitgenommen hat. Und beim Bäcker denke ich so, was hat sie denn da in der Hand? Meine Tochter ist ein Dieb. Aber in der Zwischenzeit hatte sie sich auch in die Hose gemacht und
dann hatte ich einfach keine Lust mehr zurück zum Buchhändler zu laufen und weil es mir auch unendlich peinlich war und jetzt haben wir ein neues Buch zu Hause. I'm so sorry. Gott sei Dank kosten die Dinger nur 99 Cent. Da wurde ich drüber aufgeklärt, dass sie gar nicht so teuer sind. Aber unangenehm ist es mir trotzdem sehr. Gesehen habt, bin ich heute Mittag noch ein bisschen spazieren gewesen. Ich habe euch ein paar Eindrücke davon ja noch reingeschnitten. Man muss ja das gute Wetter nutzen, solange es hält. Ich gehe ja davon aus, dass das es jetzt mit unserem Sommer war. Er war nie richtig da, aber er wird auch nicht mehr richtig kommen. So leid es mir tut, wir haben jetzt nächste Woche September. Wird kritisch. Aber ja, was willst du tun? Man kann es ja nicht erzwingen. Ich habe auf jeden Fall, um es nochmal auf den Leseaspekt zu bringen, gestern Abend noch geschafft, Try and Trust zu beenden und habe jetzt mit New Chances von Lily Lucas angefangen und ich möchte noch parallel Boston Bells mit einer anderen Bookstagrammerin lesen. Und ich habe noch ein Buch vom Bloggerportal bekommen, das heißt Vatermilch, falls es jemand kennt. Da geht es halt so ein bisschen um das Vatersein von Männersicht oder aus Männersicht rausgeschrieben. Haben zwei Jungs geschrieben oder zwei Männer. Ja, das könnte ganz unterhaltsam werden. Ansonsten wird es das wohl mit den drei Büchern dann diesen Monat gewesen sein. Ich denke, in 5 Tagen werde ich nicht mehr schaffen als 3 Bücher, wenn ich sie überhaupt schaffe. Man weiß ja nie, was das Leben so mit einem vorhat und ob alles, was man sich so vornimmt, auch umsetzbar ist. Ansonsten, ja, wenn ihr wissen wollt, was ich sonst so den ganzen Tag treibe, dann schaut gerne auf dem Instagram-Kanal vorbei. Seid ihr herzlich willkommen. Da haben wir auch gerade die 1000 Abonnenten geknackt. Was so ein kleiner Meilenstein für mich war. Und ja, ich verlinke es euch einfach in der Infobox. Da sind alle meine Social-Media-Kanäle sowieso immer drin, das wisst ihr ja. Und ansonsten, ja, werde ich jetzt gleich noch ein bisschen am Shop arbeiten. Da sind heute Mittag ein paar Bestellungen eingetrudelt. Die mache ich jetzt, Maler schläft, Gott sei Dank. Ist momentan auch so ein Drama. Ja, ich arbeite jetzt eure Bestellungen ab und dann werde ich noch ein bisschen... Ich fummel die ganze Zeit mit meinen Händen rum. Die sind heute so furchtbar trocken. Wenn ihr was habt, außer Handcreme, was gegen trockene Hände hilft, könnt ihr mir das gerne mal sagen. Ja, ansonsten werde ich noch an 2 Custom-Funkos arbeiten, die auch in den Shop kommen. Gestern habe ich eine Morrigan von Reich der 7 Höfe fertig gemacht und an 2 den anderen beiden angefangen, aber die mussten dann noch trocknen und ja, da mache ich jetzt heute weiter. Das eine wird eine Farrah und das andere wird von Crescent City ein Hunt. Also wer die Custom Funkos sehen möchte, sollte mal auf meinem Shop vorbeischauen oder auf meinem Instagram-Profil vom Shop. Das kann ich euch aber auch nochmal unten verlinken. Das Shop-Profil habe ich nämlich nicht verlinkt. Das ist noch relativ frisch. Ja, da musste ich nämlich nochmal neu starten. Für alle, die mich schon länger verfolgen, die wissen eigentlich, dass ich einen Instagram-Shop-Account habe. Aber ich wurde gehackt und Instagram kriegt es einfach nicht hin, mein Passwort zurückzusetzen. Und nach 1,5 Jahren hin und her und hin und her und hin und her habe ich jetzt einfach beschlossen, mir ein neues Profil anzulegen.
Jetzt gibt es mich zweimal. Einmal mit Büchern, das wäre Canis Minor Art unterstrich Books. Und einmal mein Shop, das wäre Canis Minor Art unterstrich Shop. So, jetzt habe ich genug Eigenwerbung gemacht. Ich erwähne mein Buch jetzt nicht auch nochmal. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Abend, einen schönen Start in den Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Ach so, eine Sache noch. Auf Instagram habe ich heute Abend eine Umfrage gestartet, was euch lieber wäre als nächstes Video. Entweder ein Do-it-yourself oder ein, oder als eines der nächsten, ein Do-it-yourself, ein Funko-Update, weil ich seit 2018, glaube ich, kein Funko-Update mehr abgedreht habe und seitdem sind viele, viele Funkos hier eingezogen und auch manche wieder ausgezogen. Oder, was habe ich denn als drittes gesagt? Ah, ein Lesemonat-Video. Dürft es mir entweder gern bei Instagram oder hier unten in die Kommentare schreiben. So, jetzt habe ich aber genug gesabbelt, sind schon wieder 5 Minuten vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Video oder auf Instagram. Tschüss! Thank you.